schrieb ein Kenner zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der französische Dichter Stendhal brach in der Kirche Santa Croce mit Herzrasen zusammen. Das Stendhal-Syndrom war geboren, das heute im Jahr mindestens 10 Touristen befällt. Schwächeanfall, Weinkrampf, Bewusstlosigkeit. Die Schönheit dieser Stadt ist vielen unerträglich. Florenz verwirrte mich zuerst so, dass ich unterzugehen glaubte in dem großen Wellenschlag einer fremden Herrlichkeit, notierte auch der Poet Rainer Maria Rilke. Für Zehntausende ist sie das Objekt einer fast schon religiösen Verehrung. Florenz, die Stadt, in der die moderne Welt ihre Wurzeln hat. Hier erwachte der Sinn für die unverwechselbare Eigenart des Individuums. Florenz, der Inbegriff der Kunststadt. Ein Sinnbild für unser modernes Selbstverständnis. Symbol für den neuen Geist, für eine bislang unbekannte Selbstbestimmung des Menschen, für Begriffe wie Republik und Freiheit, ist die Davidstatue. Aber was geschah eigentlich in Florenz um 1500? Was war so umwälzend an den Gedanken, die damals hier heiß diskutiert wurden? Viele unserer heutigen Sitten und Gebräuche tauchten in der Renaissance zum ersten Mal auf. Die Maler Masaccio und Masolino haben ihre Florentiner Mitbürger in den Fresken der Brancacci-Kapelle festgehalten. Sie sind so leicht wie im wirklichen Leben, rühmt ein Zeitgenosse. Lebensnähe und Wirklichkeitstreue sind jetzt ein wichtiges Thema der Kunst. Ein deutlicher Hinweis auf ein neues Selbstbewusstsein. Gilt das Interesse der Florenz-Besucher dieser Wiedergeburt des Ichs oder spiegelt es ihre eigenen Sehnsüchte wider? Die Erstgeborenen unter Europas Söhnen nannten sich die Florentiner der Renaissance. Eine Elite von Künstlern und Denkern verlieh der Stadt Selbstbewusstsein und Stolz. Heute prägt Hollywood die Sehnsüchte und kulturellen Gewissheiten der Menschen. In der Renaissance dagegen war es die Kunst eines Michelangelo oder Botticelli. Ihre Werke vermittelten den Menschen ein ganzes Weltbild, so wie heute Film und Fernsehen. Wer es sich leisten konnte, residierte in einem herrschaftlichen Stadtpalast. Hinter den abweisenden Mauern aus Pietra Serena lag der Privatbereich der Kaufmannsfamilien. Der französische Kulturhistoriker Ariès spricht von der Renaissance als einer Zeit, in der die Menschen den Sinn für ihr Privatleben entwickelt haben. Die Familie bot Status und Schutz zugleich. Sie umfasste, neben engeren Verwandten, auch die Bediensteten und Angestellten. Die Florentiner Bürgerin Alessandra Strozzi berichtete über ihren reichen Onkel. In seinem Haus lebt Giovan Francesco zusammen mit mehr als 50 Essern, inmitten seiner Faktoren, Sklaven und Sklavinnen. Im 15. Jahrhundert, als die reiche Kaufmannsfamilie der Medici am Zenit ihrer Macht angelangt war, lebte in diesem Palast Tommaso di Antinori. Er gehörte zur Spitze der politischen Macht in der Stadt. Als Gonfaloniere della Giustizia, Bannerträger der Gerechtigkeit, sorgte er für Recht und Ordnung. Er musste die Streitereien innerhalb der herrschenden Elite der Stadt schlichten, Zurückhaltung und respektvolle Behandlung der Bürger durchsetzen. Tommaso di Antinori war geschickt. Er überlebte politische Umbrüche wie den Sturz und die Rückkehr der Medici. Er war ein allseits geachteter Mann. Wenn heute der Marchese Antinori mit seinen Töchtern geschäftliche Dinge bespricht, verhält er sich wie seine Ahnen. Kontrolliert, nüchtern und diplomatisch zu sein, waren Grundtugenden, die der Renaissance-Mensch in einem bisher unbekannten Maß ausbildete. So knüpften die Bardi, Pazzi, Medici oder anderen großen Florentiner Familien ein Geschäftsnetz, das die damalige Welt umspannte. Was heute Amerika, Hongkong oder Japan sind, waren für sie Alexandria, Byzanz, Paris oder London. Auch die Stellung von Mann und Frau war genau festgelegt. Der Frau oblag die Sorge um die häuslichen Dinge und die Erziehung der Kinder. Als Fürstin des Hauses hat sie zu lenken und zu verteilen, was ihr Gatte ihr zukommen lässt, und es zu mehren, mahnte der heilige Bernardin von Siena. Wenn der Hausherr geschäftlich unterwegs war, vertrat ihn die Frau zu Hause. Manche eroberte sich eine gewisse Selbstständigkeit. Der Maler Ghirlandaio stellt hier vornehme Damen der Florentiner Gesellschaft dar. Eine Patrizierin, die kürzlich Mutter geworden ist, erhält Besuch von Lucrezia Tornambuoni und ihren zwei Zofen.
Die Gesichter wirken stolz und selbstbewusst und zeigen zugleich die vornehme Zurückhaltung von Frauen des gehobenen Standes. Die Macht blieb in der Regel den Männern vorbehalten. Wer in der Kommunalregierung erfolgreich sein wollte, musste die Mitbürger von seinen Ideen überzeugen und das Argumentieren beherrschen. Das unterrichteten die Gelehrten der antiken Wissenschaft der Rhetorik. Heute noch ist diese Kunst des Debattierens den Florentinern geläufig. Le barriere architettoniche del palazzo di giustizia o della pretura eccetera eccetera e ci ho messo gli ascensori questo e quest'altro. Corrono dei rischi. Denn Florenz war immer schon schwer zu regieren. Heftige Kämpfe zwischen den führenden Familien, zwischen kaisertreuen Ghibellinen und papsttreuen Guelfen teilten die Lager. Schon vor 700 Jahren gab es hier eine kommunale Verfassung. Ein Berufspolitiker übernahm als eine Art Bürgermeister die Regierungsgeschäfte. Wie eine ins Grandiose gesteigerte Kaufmannspolitik, so präsentieren sich noch heute die Räume der Florentiner Stadtregierung. Die Beamten vergaben die Aufträge für deren Ausschmückung an berühmte Künstler. Ihre Werke sollten den Ruhm der Stadt mehren. Der Staat wurde zum Kunstwerk, eng verflochten mit der Renaissance-Kultur. Der Stadtstaat förderte den Humanismus, denn die Beamten suchten nach Lösungen der gesellschaftlichen Probleme. Über die Kunstwerke versuchte man, die neuen sittlichen Grundsätze zu verherrlichen und dem Volk nahezubringen. Der heutige Bürgermeister von Florenz versieht sein Amt in den alten, prachtvollen Arbeitsräumen. Er trifft seine Entscheidungen im Sinne des geistigen Erbes seiner Vorgänger. Voraussetzung für diese Prachtentfaltung war die Machtstellung, die sich die Stadt über Jahrhunderte in zahlreichen Kriegen erkämpft hat. Florenz dehnte seine Herrschaft allmählich über das toskanische Umland aus, gewann nach langen Kämpfen schließlich den für den Handel so wichtigen Zugang zum Meer. Fiesole, Volterra, Arezzo, Pisa, Siena, Lucca wurden nacheinander unterworfen. So paradox es klingt, die Zwiste der Kaufmannsfamilien förderten genauso wie die endlosen Schlachten die kulturelle Blüte der Stadt. Die reichen Familien versuchten sich gegenseitig zu übertrumpfen, indem sie immer prachtvollere Bauten und immer aufwendigere Kunstwerke in Auftrag gaben. Und die Stadt Florenz wollte ihnen darin nicht nachstehen. Ziel dieser Bemühungen war, die eigene Macht darzustellen und zu rechtfertigen. An der Kirche Orsa Michele stehen die Schutzheiligen der Zünfte, die als Kompagnons in den Handwerkeralltag hineingenommen wurden und für Erfolg und Ordnung garantieren sollten. Die Zünfte, die die Interessen der Handwerker vertraten, hatten große wirtschaftliche und politische Bedeutung für Florenz. Seit dem 11. Jahrhundert hatten sie zusammen mit dem Handel und dem Bankwesen die Stadt reich gemacht. Die bürgerlichen Kaufleute und Bankiers emanzipierten sich von der aristokratischen Obrigkeit und übernahmen die Führung in der Stadt. Entscheidend für den Reichtum von Florenz war lange Zeit die Zunft der Kalimala, der Tuchhändler, die Handelsbeziehungen bis nach Nordeuropa und in den Nahen Osten pflegten. Das Klappern der Webstühle begleitete lange Zeit den wachsenden Wohlstand der Stadt. Vor allem die Wollweberei war ein profitables Geschäft. Wolle aus England wurde in Florenz verarbeitet und im Orient verkauft. Von dort brachten die Schiffe die begehrte Seide aus China mit, die in Florenz zu prächtigen Tuchen gewebt wurde, um die sich die Käufer im Norden Europas rissen. Die Zunft der Woll- und Seidenkaufleute war so reich, dass sie den äußerst kostspieligen Dombau finanzieren konnte. Die Weber hingegen bildeten eine große Gruppe des Popolo Minuto, der armen Bevölkerung der Stadt. Sie waren gefürchtet, weil sie ihre Interessen oft gewaltsam durchsetzten. Heute noch betreibt die Familie Pucci in Florenz eine Seidenweberei, die auf traditionellen Webstühlen Stoffe mit den alten Mustern herstellt, wie sie zur Zeit der Renaissance üblich waren.
Auf der Hochzeitstruhe der Familie Adimari sind die prächtigen Gewänder einer Braut zu sehen, die von ihrem Bräutigam in den ehelichen Palast geleitet wird. Allein um den Kopfputz der Braut bezahlen zu können, hätte ein einfacher Weber 5 Jahre arbeiten müssen. Prunkvolle Garderobe, Make-up und Frisur zeugen vom individuellen Selbstverständnis der Frau und ihrem Selbstbewusstsein als Mitglied einer angesehenen Familie. Die Stoffe der Seidenweberei vermitteln die Farbenfreude der Renaissance-Paläste. Die Ausstattung der Häuser war luxuriös, von einem erlesenen Geschmack, der noch immer Maßstäbe setzt. In den Renaissance-Palazzi schmückten Fresken und Wandbehänge mit geometrischen Motiven oder Landschaften die herrschaftlichen Gemächer und Repräsentationsräume. Heute stellen arabische Scheichs und Hollywood-Stars das Gros der Kundschaft. Manche Kaufmannsfamilien gelangten in wenigen Jahren zu märchenhaftem Reichtum und gewannen entsprechend rasch an Ansehen. Diese Neureichen achteten besonders auf einen eleganten Lebensstil und hielten die Verhaltensregeln strikt ein. Eine ähnlich erfolgreiche Familie in Florenz sind heute die Ferragamos. In nur einer Generation hat Salvatore Ferragamo, ein Schuhmacher aus Süditalien, in Florenz einen millionenschweren Familienkonzern aufgebaut. Eine Geschichte fast wie die der Familie Medici, die in der Renaissance innerhalb von nur 2 Generationen zu Ansehen und sagenhaftem Reichtum gelangt ist. Geschäftssitz der Firma ist der 500 Jahre alte Palazzo Spiniferoni. Wie die Kaufleute damals sind die Ferragamos geschäftstüchtig und haben einen ausgeprägten Sinn für die Kunst, die sie nach Kräften fördern. Und sie haben viele Neider, die sie als Emporkömmlinge bezeichnen. Wenn der älteste Sohn und heutige Chef des Unternehmens Familienmitglieder und Mitarbeiter zum geschäftlichen Meeting empfängt, gelten dieselben Spielregeln, die schon die Humanisten des 15. Jahrhunderts in ihren Benimmbüchern beschrieben haben. Darin wurde genau festgelegt, was im Verkehr der Menschen als ziemlich und als unziemlich galt. Der Zwang, den man aufeinander ausübte, wurde stärker. Gutes Benehmen wurde zum gesellschaftlichen Muss. Das Gefühl dafür, was man zu tun und zu lassen hat, um andere nicht zu verletzen oder zu schockieren, wurde feiner. Die allgemeingültigen Verhaltensregeln verbindlicher. Der Zwang zur Selbstkontrolle wuchs. Der Standard des Verhaltens geriet in Bewegung. Was früher als gut und richtig gegolten hatte, besaß nun keine Gültigkeit mehr. Particolori che siano veramente molto studiati e non ovvi, non quello che si trova da altre parti, perché è l'unico modo per potersi riconoscere con qualcosa di diverso. E poi secondo me se si fanno veramente si dovrebbe offrire 15 colori, non i 3, 4, 5, non so se prendi toni dei rossi.